Berlin-Karlsdorf im Januar 2016. Normalerweise kostet es 20 bis 30 Euro für eine Nacht. Doch in diesem Schloss ist alles anders. Freiung lässt grüßen. Auch in meiner Heimat wird Geld verdient mit Asylbewerbern. Dieses Hotel im Stile eines klassizistischen Schlosses ist dafür wiederhergerichtet worden, dass jetzt nach Medienberichten 40 bis 60 Asylbewerber aus Syrien hier Platz finden, nach Angaben von Bewohnern hier mir gegenüber sogar bis zu 100. Und das Land Berlin zahlt 50 Euro pro Kopf und Tag und rettet damit nach Medienberichten dieses Objekt vor der Pleite. Die Eigentümerin möchte nichts sagen, möchte keine Fragen beantworten. Das ist schade. Sie hat mich auch verscheucht hier von dem Grund und Boden, nachdem sie rausgefunden hat, dass ich hier als Journalist war. Und begründet es auch damit, dass hier die Bewohner gefährdet wären von Rechten. Und auf die Nachfrage hin, das war dann was sie schon beantwortet hat, was denn diese Rechten gemacht haben sollen, sagte sie, ja, die wären hier also gekommen, hätten ganz nett getan und seien dann nach einigen Fragen wieder gegangen. So viel dazu. Aber hier stellt sich natürlich noch eine ganz andere Frage. Hier stellt sich die Grundsatzfrage, was aus dem Jahr 2015 gelernt werden kann. Was ist das? Die Flüchtlingslüge. Die Flüchtlingslüge ist die von Medien und Politik kreierte Illusion, dass Deutschland so eine Art Rettungsboot sei, in einem wilden Ozean, umgeben von lauter Schiffbrüchigen, dem man helfen muss und sein Boot natürlich bis zum Meeresspiegel auffüllen sollte. Aber ist dieser Vergleich auch zutreffend oder nicht eher ein anderer, nämlich der, dass hier das Bild zu zeichnen wäre von einem Kreuzfahrtschiff und einem alten Segelboot, wo die Insassen dieses alten Segelboots sagen, ja, in den Suiten des Kreuzfahrtschiffs ist es angenehmer, ist es besser. Und die Besatzung dort sagt, ja, kommt doch hoch. Ich glaube, diese Art Vergleich wäre zutreffender. Mit Blick auf die Ausgabe der Islamischen Zeitung vom Oktober 2015, wo es heißt, Flüchtlinge willkommen, als Bürger und Muslime sind wir gleichermaßen betroffen, kann man hier immerhin positiv anmerken, dass es sich um eine dezentrale Unterbringung handelt in einem Gebiet, was ansonsten durch und durch deutsch ist. Das ist also eine Alternative zu den Plänen auf dem Tempelhofer Feld, ein ganzes Araberviertel einzurichten. Wenngleich zur Wahrheit natürlich auch gehört, dass das hier nur eine ganz kurzfristige Unterbringung ist. Und auch hier fällt auf, dass hauptsächlich junge Männer vor Ort sind. Es heißt, hier seien nur zwei Familien und Kinder gar nicht. Dreiskirchen bei Nacht. Und was haben wir hier gefunden? Ganz komische Sachen. Hugo Boss, Niki. Und das hat wer? Weggeschmissen. Und das, ey, ich finde es gerade. Hemden. Gewaschen. Unbeschädigt. Kuscheltiere. Schuhe. Ganzes Paar. Ja. Nickies. Eine Tasche. Hier ist noch ein Kuscheltier. Noch eins. Ah, das gibt's ja alles nicht. Also das. Ich dachte bloß, da ist noch mehr. Da noch eins. Da ist sogar ein Dienstag. Und alles weggehauen. Also da kommen Leute, spenden was. Eine Kamera bitte zur Seite. Und hier. Und hier endet es. Ja, so endet es. Und die grünen Viecher und das kleine Viecherzeug, der hat meinen Buben sogar gegeben. Und da hinten liegt auch noch mehr, gell? Das ist nicht das Einzige.
unfassbar. Für normal. Dicky, what is the problem about Hungary? The fingerprints. Mm-hmm. Yes, if the all countries European, mm-hmm. the broken this fingerprints, yeah, we can go free. Yeah, but what's the problem to stay in Hungary? It's no war in Hungary. Hungary, no job, no money, no house. Yeah. Not like German, not like Belgium, not like Finland, not like Estonia. Yeah. Yes. Nimsa. Yes, in Nimsa. Yeah. Good. It'd be good, why don't accept stay in Hungary? But it's not better. It's better for Germany, Belgium, Finland, Estonia, Sweden. Netherlands. Yeah. Because of the money. Because of the money and the job and be human. Yes. Hungary, no. Hungary shoot people. Shoot? Yes. Who told you this? My friends before me traveling. Yeah. Yes. Okay, so I wish and I hope that you won't be shot, and I think the police is not too bad in Hungary, because I met them before. And I think they are not shooting. But I see that in the Facebook. Okay, but in the Facebook many things are written. If you don't give them fingerprints, them shoot you. Yeah, but I think it's not true. No, I see that in, okay, in my ass. Uh-huh. You really? See this in... Believe me. Yeah, okay. You must speak on this. Yes. Okay, I will check this information. Thank you. Thank you too. You are from Syria? From Iraq. From Iraq. Which town? Baghdad. Baghdad, capital. Yes. Okay. Thank you. I wish you a nice safari. Thank you. Masalama. Because I want to know, what is the problem about Hungary? Why you don't want to stay in Hungary? It's not a war there. There is not a war. We should work hard. There is no war there. No work. Current work. Okay, but what is better in Germany than? The better in Germany, they put us at the camp, they give us salary at the monthly. I think life there more easy. Yeah? Should be more easy. I mean, what do you know about Germany? What did you read or what did people tell you? I want to go to Germany before the war. Yeah. But the war, I can't go to Germany. I'm going now. Yeah. I like the people in Germany, But did somebody tell you that you get help there? Or? They help us. With what? How? How they? With learning, money. You can houses? Bring houses. Yeah? You can bring your family, you get medical treatment? Treatment. Yeah. You have a right there. Mm-hmm.
I think so. Yeah. And this is friends told you or it's in internet this? My friends. Or in TV or? My friends here, and I read about Germany before the war. Yeah. Okay. I think that study is the best country at the study, Germany, for the study. Yeah. That's for me. For the other people, I don't know. That's for you, yeah. But at the moment, you don't speak German. At the moment, I don't speak. Okay. I will learn English. Du wirst Deutsch lernen, inshallah. Und dann ist das alles besser. You will learn German and everything will be fine, inshallah. I will work hard. Yeah. I will complete my studies here. I will take a master in telecommunication. I hope so. Yes. I hope. Okay. So first of all, have a safe trip. Okay. Thank Why you. Why people don't want to go to Hungary? Hungary. Yeah, there is a peace in Hungary. What is the problem? No, it's not okay for refugees. Why not? What is the problem? I don't know, but just it's not okay. Not okay. Less money, less future. That's why we came here for future and yeah, some better. And you think in Germany there is money? It's not all about the money, but all about safe and future and the Kurdish people. In Germany. But Hungary, people in Europe at the moment feel like it's an invasion of people coming. Do we need to be afraid from Muslims coming from Syria? I don't believe all the people are like each other. You should be afraid of types of people. Yeah. Because all the nations in the world have the good and the bad. But if mostly of the people are coming to Europe, and that's very bad, or 60% of them, they don't have any purpose. They are just coming to be lazy more. Yeah. They're coming to eat, have money, live their life, spend their life in a good place. That's it. They don't have any purpose. They don't want to continue anything. But you have purpose. You have an idea. Purpose, yeah. Well, what is your idea? I want to continue my studies. I want to get a good job. I want to be the best at that job. I want to prove that I can. I'm able to do something good. If I had a place, can give me the opportunity that I need to approve this. What did you study? I studied business administration. Yeah. Are there problems with another religions? No, we don't have this. And the media make it bigger. Because we don't have this. He's my friend, he's a Christian. Yeah. This is from my friend. Okay. He's a Christian. This. Mm-hmm. To save me. Okay. Yeah. And you are a Muslim. I'm a Muslim, Sunni. Yeah. Yeah. I don't care. I don't want to say I'm a Sunni. I'm a Muslim. That's it. Yeah. No difference. Muslim, Sunni, Alawi, Shia. It's not a difference. Mm-hmm. The media is making it a problem. It's not a problem. Yeah. We live with each other. I have friends, Alawis, Shiais. I have a lot of Christian. Yeah. We don't have. They are very good people. Mm-hmm. They are not bad as they are making them. They are good people. Very pure heart. I have some Alawis people, friends. They are my best friends. I don't care what it's your religion, from what cult you belong, as long as you are good. You are treating people good. You don't hurt anyone. You don't do anything bad. It's okay. But if you do anything bad, even if you was my brother, I will hate you. So, and believe me, the problem in Syria, it's because of the media and because the people are now hating each other. We don't have this before. The problem is not about from just the regime or from the opposite. The problem is from us, ourselves. Mm-hmm. Okay? Because the regime or the opposite, they don't care about Syria now. They just care about their benefits. They want to be more influence, have more territories. Okay, well, they don't care about the people. We are not living this Syria, you know. Now it's not Syria like before. Mm-hmm. And that's the Arabs. And people ask, isn't it possible to go for fight, to keep the country safe, to fight for your country, to bring peace back? Is there any side you can support who is representing the will of people? I don't believe the peace will come by fighting. The peace will never come with guns. Because it's not we are fighting Israel, for example. It's not fighting foreign country. We are fighting each other. Yeah. The blood will continue. Yeah. It will never end. Mm-hmm. So we should drop the weapon and go to speak. Yeah.
speak with each other. If we stay stoned mind like this, fighting and killing, and if you think, some people in Syria think that if they killed Sunnis, they will go to heaven. And some people think if they kill Alawis, they will go to heaven too. And if they slain Christian, they will go to heaven. Mm-hmm. Fuck their heaven. Yeah. It's not heaven. The heaven, it's when we are living in peace. Mm-hmm. It's when we are living a good life together. So how can we come out of this bad situation? Because the problem for the whole world. I believe, as I told, they should, first of all, the big countries like Russia and USA, they should catch their allies and stop interfering in Syrian business. Turkish, Iran, Saudi Arabia, Qatar, everyone out of the Syria. Mm-hmm. Don't give money to anyone. Make Syria no. Leave the people alone. Don't let the weapon go to Syria on a rule, as a rule, till 10 years at least. Yeah. Okay? Don't allow Israel to do anything bad, because now it's their opportunity to don't take our terrorism. Land. They yeah. want our land since ever. Golan. Yeah. And by the way, I don't hate Jewish. Mm-hmm. Yeah, I hate Israel as a regime, as a state. Mm-hmm. But I don't hate Jewish, because we had Jewish in Syria, and they are good people. Yeah. Okay. Like this. Thank you very much. Thank you. All the best for you and your friends and family. Thank you very much. My name is Mazin. Yeah. Mazin. No. You are from Damascus? Yes. Yes, and you went to Turkey, you told me, right? Yeah. How long you have stayed in Turkey before? About 1 year. 1 year. 2 years, about 2 years. 2 years? Yes. And what is the problem in Turkey? I mean, there is no war. No, well, I don't have chance in Turkey. The work is long time, so long, about 15 hours. A day? Yeah. Mm-hmm. Yeah. So I want a better chance. Yeah, chance like what? What do you think could be better? I want completely my studying, yes. And you study English, right? Yes, yeah. And I want find another job. Yeah. How to find the job? How to finance a study if you arrive now? No, as a refugee, the government will do everything, I think. So they will give you a house and... No, I'm not looking for a house, I'm looking just for complete the study. Okay, but study costs money and... No, it will be... To stay somewhere. It will be free. They give you, I think... It's for free for refugees to study? Yes. And okay, but what about the place to stay and... the living and everything. It costs. I didn't think about that. Hmm? I didn't think about that. Maybe I can work next with the study. Hmm. I can do that. Yeah. Like you go to Serbia and after Serbia you go to Hungary. Yeah. And from Hungary you take your taxes. You give them about 500 euro. Yeah. And with 500 euro it will be enough to take you to Germany. So it's easy actually. Yes. And you don't. But what? I think Germany needs the Syrian brain. Mm-hmm. For? To work over there. Yeah. Because in Germany right now, I don't think that the young people is enough right now. Mm-hmm. Merkel, the Prime Minister of Germany, told us that she can't receive us. Yeah. You saw this in TV or in internet or? My friend of mine lives right now in Germany and he always telling me the news about Merkel. Yeah. And she's like grateful of receiving the refugees. That the Germany government need us because they don't have young. That's why. Yeah. And is it no problem to go into a country which is have a completely different culture and religion and mentality? No, for me no. I'll be happy to see another people and another culture and another religious. So, das war jetzt also meine zweite Nacht hier
im slowenisch-österreichischen Grenzgebiet. Und ja, diesmal noch eine Spur ungemütlicher, weil wir hier im Niemandsland gefangen sind. Und zwar haben die Slowenen von da hinten, hinter den Bäumen, wo das slowenische Camp ist, einfach mal viel, viel mehr Leute rausgelassen, als in der österreichischen Seite Platz hätten. Und ja, da sind 5000, sagt die österreichische Polizei, über 5000, die schlafen ja auch schon neben den Zelten. Und hier sollen sogar nochmal in der Nacht bis zu 2000 gewesen sein. Und ist natürlich wirklich die Frage, also wenn man die schon so einlädt, wie die Politik Angela Merkels das tut. Did you said you watch Deutsche Welle, DW? Yes. And they said they need workers. I heard that. Yeah. Yes. Could you describe this? On a program said? That was called Quadriga. Yeah. Okay. And they said that Germany always needs hundreds of thousands of workers every year. Yeah. Okay. So it's not a problem for the Syrian people who came to Germany who would like to work and do their best. Yeah. We are not against people who are going just to sit down and say, I need money, I need help, I need food. No, that's not the image of the whole people. Yeah. We want to work, okay, mm-hmm. to benefit from Germany and give our efforts to develop and benefit Germany as well. Sir, we know that Germany, sorry to say, had two world wars, mm-hmm. okay? And a lot of people were killed in these two wars. Mm-hmm. So there is a high percentage of all people in Germany, mm-hmm. okay? And there is a lower percentage of young people or children. Yeah. So there are a lot of job chances, for example, for young people to do their best, yeah. okay? To do their best, to get benefit and do their best to improve the situation in the country mm-hmm. or to take their part in the development or in any other positive ideas or positive aspects of the society in general, okay? So we don't mean that Germany or the German authorities made a mistake when they called Syrians to come. This is a humanitarian stand and we appreciate it a lot. Mm-hmm. Und finde ich, könnte man sich auch mal drum kümmern, dass es hier für die Leute zum Beispiel Schlafmöglichkeiten gibt. Denn ich meine, gut, wenn man Jacken hat, ist es so um die 0 bis 10 Grad und man sich bewegt, dann geht es schon, dann ist es nicht kalt. Und zumal sie ja hier auch Lagerfeuer überall gemacht haben, viele haben auch Zelte. Aber es gibt diejenigen, die das alles nicht haben. Ja, und dann ist es schon ja, nicht so schön, wenn man die ganze Nacht denn nicht schlafen kann. Außerdem gibt es hier erstmal grundsätzlich kein Essen und kein Trinken. Die slowenische Armee hat ein bisschen was gebracht. Und die stecken auch am Zaun immer Geldscheine raus, dass man ihnen im Supermarkt was einkaufen geht. Sanitäre Anlagen ist natürlich auch das Problem. Es sind hier Dixie-Klos, aber keine Wasserhähne. Im Übrigen auch nicht mal im österreichischen Lager drüben gibt es Wasserhähne. Und ja, deshalb sagen ja auch viele enttäuscht, ja, wir werden hier erniedrigt. Erst lädt man uns ein, sagt, man braucht uns, wie auch immer sie jetzt darauf kommen, aber so kommt das rüber bei ihnen. Und dann behandelt man uns hier so auf diese Weise. Ja. Okay. We said to them, thank you very much, last month of you. And we came here to this hell, to this miserable situation. Mm-hmm. So, what can we do? I swear, if we could go back, we would go back. But it's back to Syria. Back to Syria, back to Turkey, but back to the hell, it's not a problem. Mm-hmm. But just to escape this situation. Is it good? Okay, so you mean if people see this, they won't come anymore? I think so. Yeah. I think a lot of people will change their mind and say, we don't want to go back. Mm-hmm. Okay. Ja, mit Bildern kann man so viel manipulieren. Man könnte solche Bilder zeigen. Yeah.
Ich gehöre zur Presse. Warum? Wir haben Pressefreiheit hier in Österreich und Deutschland. Wir haben Pressefreiheit in der EU. Ist tatsächlich jemand zusammengebrochen. لطفاً آمگیتان آرام بشین، آمگی داخل مه بشار وقت کم، آمگیتان داخل مه شما تانا آرام باشین و آمگی داخل مه دو نفر در لین استاد شوین انشاءالله آمگیتان داخل مه و خطایی نکنه oder eben solche. Atfal, Schlonakium, Mia Mia. Also es fällt auf, dass die Zahl der Kinder jetzt schon größer ist, als es im Sommer der Fall war, wo er noch da über 90% Männer da waren. Jetzt sind es vielleicht Hälfte bis zwei Drittel Männer. Und was aber durchaus wichtig ist zu wissen, ich meine, die sehen ja nicht unglücklich hier aus. Natürlich schreien Kinder mal, das ist völlig klar. Und unsere Presse filmt dann immer diese Szenen. Aber die Szenen, wo die Kinder halt glücklich sind, ganz einfach, weil sie auf der Welt sind, ja, weil ein neuer Tag herangebrochen ist und so weiter, das wird dann einfach mal nicht gezeigt. Richtig? Quies? Babsi, die Einsatzleiterin der Caritas. Wir haben ja eine glückliche Familienzusammenführung erlebt. Was ist passiert? Ja, die Mama, die Tochter wurden von der Polizei getrennt. Im Zuge einer Absperrung und da es zu spät war, mit dem Megafon nach dem Kind zu suchen, hat die Polizei dann auf uns, die Caritas, verwiesen, ob wir vielleicht bei der Suche helfen könnten. Und einer unserer Dolmetscher hat die Mama dann begleitet und zum Glück, nach 4 Stunden Suche, wurde das Kind wieder gefunden. Das ist sehr schön. Was motiviert dich, diese Arbeit hier zu machen? Trotz all dieser Schwierigkeiten, von denen du ja auch berichtet hast. Ja, die Schwierigkeiten sind vor Ort, aber über die möchte ich mich nicht zu sehr aufregen. Aber das Schöne ist, die strahlen. Wenn die Menschen dich anstrahlen, begrüßt sie in ihrer Heimatsprache und sie werden endlich mal als Mensch wahrgenommen. Ja. Oder du kleidest ein kleines Baby ein und endlich hat es keine kalten Zehen mehr. Und ich habe schon Bussis bekommen. Und Umarmungen, ganz viele von den Mamas. Aus lauter Dankbarkeit. Das
So, das Kind braucht einen Arzt und das slowenische Militär hat sich auch gleich bereit erklärt, hier zu helfen. Die Sachen getragen und die Rucksäcke und erlaubt ihnen dann, hier hinten rauszukommen, um das Kind zum Arzt zu bringen. Dobro, deixa que eu dou para mim. Vamos ser escusa logo agora para zdravniku, za. Pesnici tu. Oba dva greta nikoli ne sama ne dvojta. Dobro. Šanta. Da. Das ist also die angeblich böse slowenische Staatsmacht. Hilft hier einer kranken Mutter und ihrem kranken Kind rauszukommen und Hilfe zu erhalten. Und das Ganze unauffällig organisiert, trotz dieses Chaos, was da hinter dem Feld herrscht. Da kommt schon die nächste Fuhre. Are you okay? Und es nimmt kein Ende. Jetzt geht's zurück auf die slowenische Seite. In die Zeltstadt. Wo man ihr helfen kann. Und hier gibt's jetzt Hilfe. Para mí era que todo, ¿eh? Okay, sit here. Okay, no problem. Und beides Male wäre es eine andere Aussage. Da sind die altbekannten Spuren. Seit ein paar Stunden sitze ich jetzt hier in diesem Lager unter freiem Himmel und habe überhaupt keine Probleme mit den Menschen hier. Aber das ändert natürlich nichts an der politischen Fragestellung, ob es sich hier um Schutzsuchende handelt oder nicht. Und es scheint ja nun doch hier eine Welle wirklich zu sein von Menschen, die sich mit der Situation in ihren Ländern irgendwie arrangiert hatte. Also die von den unsicheren Gebieten, meist im ländlichen Raum in Syrien, Irak oder Afghanistan,
in Richtung Städte, wo es dann doch sicher ist. Also zumindest gibt es solche sicheren Städte. Iran. Vom Iran. Ja, vom Iran gibt es, sagte ja gerade auch, Leute, wo ja nun überhaupt kein Krieg herrscht. Das unterstreicht es ja nochmal. Also vielmehr scheint es ja so zu sein, dass die Bevölkerungsexplosion in diesen Ländern kombiniert mit dem, was man über die Medien heutzutage sieht, um wie viel besser das Leben im Westen ja angeblich sei, dass diese beiden Faktoren die eigentliche Triebfeder und der eigentliche Druck sind, der hier Menschen hineinströmen lässt nach Mitteleuropa.